Hallo Leute, während der Weihnachtszeit habe ich euch vom 1. bis zum 24. Dezember jeden Tag ein Spiel aus meiner MS-DOS-Vergangenheit vorgestellt. Für diejenigen, die keine Lust haben, sich 24 Einzelvideos in einer Playlist anzugucken und das normale, knapp einstündige Rückblickformat mögen, für die habe ich alle Einzelvideos in ein gemeinsames Rückblickvideo zusammengeführt. Ich wünsche euch also viel Spaß mit 24 Spielen für meinen damaligen 386er DOS-PC aus den frühen 90er Jahren. Das allererste Spiel, das auf meinem bzw. dem Familien-PC installiert wurde, war ein Werbespiel des BHV Buchverlags. Unverkennbar ein Flipperspiel mit herrlich piepsigen PC-Speaker-Sound, aber wenigstens ein paar bunten Farben. Sehr viel mehr gibt es eigentlich schon nicht zum Spiel zu sagen. Wenn man aber nichts hat, dann wird das eine Spiel, das man hat, rauf und runter gespielt. Ich habe wirklich unzählige Stunden mit dem BHV-Flipper verbracht und das Konterfei von Maskottchen Willy hat sich mir ins Gedächtnis gebrannt. Lustigerweise hat das Spiel aber seinen eigentlichen Zweck, Werbung für den BHV-Buchverlag, verfehlt. Ich bin erst Jahre später bewusst mit den BHV-Büchern in Kontakt gekommen und habe erst Jahre später in der Recherche zu diesem Spiel herausgefunden, dass es sich um ein Werbespiel gehandelt hat. Für mich, unwissenden kleinen Möpp, war es einfach eine vollwertige Flipper-Simulation mit den technischen Limitierungen jener Tage. Eine wirkliche Nachholempfehlung kann ich für den guten Willy nicht aussprechen. Es sei denn, man hat eine kuriose Neugierde für frühe Werbespiele. Die Ballphysik ist nicht wirklich nachvollziehbar und gezielte Schläge mit den Bumpern eher Glückssache. Dennoch wird Willys Pinball immer einen Platz in meinem Herzen haben, weil es das erste Spiel auf meinem DOS-PC war. Und sogar meine erste Multiplayer-Erfahrung, denn es gibt einen Hotseat-Modus, wo man abwechselnd auf Highscore-Jagd gehen kann. Prince of Persia. Wenn Willys Pinball mein erstes Spiel auf meinem DOS-PC war, dann war Prince of Persia mein erstes richtiges Spiel. Ich weiß noch genau, wie unser Bekannter, der uns den neuen Familien-PC eingerichtet hat, das Spiel installierte und mir gezeigt hat, wie man per Kommandozeile das Spiel starten konnte. CD-Spiele, CD-Prinz, Prinz. Wie oft ich diese Zeile eingetippt habe und wie oft ich den Sound des Fallgitters zu hören bekam. Allein schon die Spielprämisse. Du bist der Prinz und hast 60 Minuten Zeit, dich aus dem Verlies nach oben in den Palast zu kämpfen, um die Prinzessin zu retten. Ich hatte automatisch die Szenen aus Filmen mit den Geschichten aus 1001 Nacht vor Augen. Die geschmeidigen Animationen des Prinzen und die spannenden Fechtduelle mit den Gegnern taten ihr Übriges. Doch das Gameplay war für mich echt schwer gewesen. Mit wenig Spielerfahrung auf dem Kerbholz ist es gar nicht so leicht gewesen, sich in den verschachtelten Bildschirm dieses Cinematic-Plattformers zurechtzufinden. Ich habe damals das Ende nur mit Cheat zu sehen bekommen, weil mir spätestens ab Level 7 die Spielwelt zu komplex wurde, um mich darin zurechtzufinden und die komplizierten Schalterrätsel unter Zeitdruck zu lösen. Dennoch verbinde ich viele meiner erinnerungswürdigsten Spielmomente mit Prince of Persia. Der Kampf zum Beispiel mit dem fiesen Fettsack aus Level 7. Bei dem muss man zum ersten Mal nicht nur rechtzeitig die Angriffstaste drücken, sondern seinen Schlag auch noch nach oben abwehren. Mit der Tastatur war mir das, aus heute unerfindlichen Gründen, nie gelungen. Erst als mein Vater mit einem Joystick nach Hause kam, schaffte ich es, den Fettsack zu besiegen. Oder dieser irre Moment, wo man plötzlich auf dem Weg zum Levelausgang vor einem Spiegel steht, der vorher nicht da war.
Ewig habe ich davor festgehangen, bis ich endlich die Lösung fand, dass man mit Anlauf durchspringen muss. Und so gruselig, wie sich ein dunkles Spiegelbild mit diesem Ekel-Soundeffekt auf der anderen Seite herauslöst. Uah. Ganz toll. Prince of Persia ist zu Recht einer der großen Klassiker der Spielegeschichte und ich bin froh, dass es mein erstes richtiges PC-Spiel gewesen ist. Junge, Junge, kennt ihr diese Nerds, die in der Schule in der Briefmarken-, Bücherei-, Brettspiel- oder Schach-AG waren? Selbstverständlich kenne ich ihn. Ich bin es selbst. Ja, genau. Ich war das. Als Ausreißer sei noch die AG für die Seidenmalerei erwähnt. Die Geschichte heben wir uns aber für einen anderen Tag auf. Schach hat vom ersten Moment eine große Faszination auf mich ausgeübt. Von dem Moment an, wo mir mein Vater aus einer Laune heraus das Spiel beigebracht hat. Sein damaliges Schachspiel mit dem ausrollbaren Spielfeld halte ich seitdem in Ehren. Unzählige Partien habe ich darauf in meinem Leben gespielt und ich habe fest vor, meinen Kindern mit diesem Spiel Schach beizubringen. Computerschach war daher natürlich sehr faszinierend für mich, da man so immer einen Gegner zur Hand hatte. Grafisch waren die aber natürlich oft ein wenig karg. Doch dann kam Battle Chess. Als ich zum ersten Mal gesehen habe, wie die Figuren toll animiert über das dreidimensionale Schachbrett wackelten, war ich sofort hooked. Und völlig weg war ich, als ich sah, was geschah, als eine Figur die andere schlug. Wortwörtlich gingen sie aufeinander los. Das war mit das Coolste, was ich je in meinem Leben gesehen hatte. Zum Glück bot Battle Chess einen Editor, der es ermöglichte, Stellungen nach den eigenen Vorstellungen aufzubauen, so dass man nachstellen konnte, wie jede Figur die andere schlägt. Wie die Dame zum Beispiel versucht, den König hinterrücks zu erstechen und er sie dann zu Boden wirft. Oder wie die Türme sich zu Krümeln zerkloppen. Ich glaube, mein Liebling sind aber die Springer, wenn sie in bester Monty Python-Manier aufeinander losgehen. Über die Stärke der KI kann ich wenig sagen. Vermutlich sind Profis unterfordert. Aber ich bin nie über das Freizeitniveau hinausgekommen, daher waren die Partien für mich stets fordernd gewesen. Und ich kann sagen, kein PC-Schach habe ich je wieder so ausgiebig gespielt. Danke Battle Chess, dass du immer wieder für eine lustige Partie Schach als Gegner zur Verfügung standest. Als Kind mit wenig Taschengeld war es für mich damals utopisch gewesen, ins Kaufhaus oder einen dedizierten Computerspieleladen zu gehen, um mir dort die neuesten Spiele zu kaufen. Was lag also näher, als im örtlichen Supermarkt in der Schreibwarenabteilung diese komischen Papierhüllen mit Disketten drin mitzunehmen? Für ein paar Mark bekam man hier vollwertige Spiele. Ich habe erst viele Jahre später verstanden, dass es sich bei diesen Spielen um sogenannte Shareware-Titel handelte. Da auf den Hüllen nichts weiter außer dem Namen zu sehen war, musste man natürlich ableiten, ob das was sein könnte. Und der Titel Commander Keen hat mich sofort angesprochen. Dass ich mit diesem Jump'n'Run einen der wegweisendsten und bedeutendsten Titel überhaupt erworben habe, war mir damals natürlich nicht klar gewesen. Commander Keen ist die Geburtsstunde von id Software
und dem Engine-Genie John Carmack. Er hatte es geschafft, flüssiges Scrolling auf einem DOS-PC umzusetzen. Also nicht wie bei Prince of Persia, wo die Bildschirme statisch waren und umgeschaltet wurden, sondern flüssiges Scrolling. Da ich keine Konsolen vorher besessen hatte, war Commander Keen damit mein allererstes Jump'n'Run, das ich je gespielt habe. Kein schlechter Start, denn die Steuerung hat ganz gut funktioniert und das farbenfrohe Design um den kleinen Jungen Billy Blaze, der mit seinem selbstgebauten Raumschiff durchs All fliegt, hat mir auch sehr gut gefallen. Die paar Mark waren also echt gut angelegt gewesen. In dieser ersten Episode muss man in den unterschiedlichen Leveln die verloren gegangenen Bauteile für Billys Raumschiff wiederfinden. It hat hier sogar schon sein klassisches Level-Design gefunden, das man später in Doom wiederfinden sollte. So muss man unterschiedlich farbige Keycards finden, um die dazugehörigen Türen öffnen zu können. Dass es noch wesentlich mehr Episoden bzw. Teile von Commander Keen gegeben hat, fand ich erst Jahrzehnte später raus. Genauso wie die historische Bedeutung. Für mich war es einfach mein erstes Jump'n'Run, das ich durch Zufall im Supermarkt in einer Papierhülle gefunden habe. Direkt neben den Schreibwaren. Was für eine Entdeckung! Als Kind vom Dorf war ich natürlich im örtlichen Fußballverein gewesen und habe in der F-Jugend beim 9-Meter-Schießen das entscheidende Tor zur Meisterschaft geschossen. I played high school football. 4 touchdowns in one game. Als ich dann in einem Fernsehbeitrag zum ersten Mal von Anstoß gehört habe, wusste ich, dass ich dieses Spiel haben muss. Die Vorstellung, seinen eigenen Verein zu managen, hat meine Fantasie einfach maßlos beflügelt. Von den Konkurrenzprodukten wusste ich nichts. Ich dachte damals, Anstoß wäre der einzige Fußballmanager der Welt. Und was das für ein grandioser Tag war, als die Gamebox 2 bei mir ins Haus trudelte. Mit unzähligen DOS-Klassikern. Unter anderem Anstoß und Anstoß die World Cup Edition. Endlich konnte ich also meinen Traum vom eigenen Fußballverein ausleben. Und wow, so einfach ist das gar nicht. Das ganze Prinzip von den Stärkewerten und der ständig schwankenden Form hat sich mir ehrlich gesagt damals nicht so ganz erschlossen. Aber allein die Büro-Metapher für das Menü hat mich fasziniert. Allein das Klicken auf die einzelnen Einrichtungsgegenstände, um zu gucken, was sich dahinter verbirgt, hat mir große Freude bereitet. Aber nichts geht natürlich über den genialen Textmodus, mit dem die Spiele dramatisch präsentiert wurden. Erste Halbzeit. Freistoß nach Foulspiel für SG Bremen. Torentfernung 21 Meter. Schütze Lehmann. Anlauf. Schuss! Kein Tor. Gelbe Karte für Wolter. So schnell Tor! 1-0 Rembrandt. Vorbereiter Neuenkamp. Gelbe Karte für Dieringer. Gelbe Karte für Oertel. Pause. Das Chancenverhältnis betrug bisher 3-2. Freundlicher Beifall für das unterhaltsame Spiel. Da die Partien anhand von Wahrscheinlichkeiten ausgewürfelt wurden, ergab es wie im richtigen Leben herrlich dramatische Fußballpartien. Auch wenn ich es in Anstoß 1 nie zur Meisterschaft gebracht habe, verbrachte ich viele Stunden in meinem virtuellen Büro, um meinen Verein, die SG Bremen, von Saison zu Saison zu führen. Mit keinem Fußballmanager danach habe ich je wieder so viel Spaß gehabt wie bei Anstoß. Wenn ich an meine MS-DOS-Zeit denke, dann denke ich vor allem an die vielen tollen Adventure von LucasArts. Mit keinen anderen Spielen habe ich mehr Spaß gehabt. Vor allem, weil man ja immer wieder an irgendeinem Rätsel hängen geblieben ist, habe ich die Spiele alle über einen Zeitraum von Jahren gespielt. Dank der 10 Adventure Box. Das erste Monkey Island zum Beispiel, das habe ich lediglich bis zur Insel Monkey Island selbst gespielt, weil ich es nicht in die Höhle von LeChuck geschafft habe. Monkey Island 2 habe ich erst Ende der 90er Jahre geschafft durchzuspielen.
Bei Indiana Jones and the Last Crusade weiß ich noch, dass ich immer im Zeppelin an den Prügeleinlagen gescheitert bin. Deswegen war es für mich der absolute Jackpot gewesen, als ich in der Bibliothek in Paris das Buch gefunden habe, das erklärt, wie man ein Flugzeug steuert. Mit dem kann man nämlich den Zeppelin umgehen. The Fate of Atlantis mit seinen drei Lösungswegen, Action, Puzzle und Team hat mich ebenfalls für Jahre beschäftigt. Vor allem, weil ich an manchen Steinscheibenrätsel einfach nicht vorbeigekommen bin. Richtig abgegangen bin ich bei Day of the Tentacle und Sam und Max, weil das für mich vollwertige Zeichentrickgrafik inklusive Sprachausgabe war. Dutzende von den Sprachsamplen haben sich auf ewig in mein Gedächtnis gegraben. Als könnte ich die Welt erobern! Du hast mir niemals eine Chance gegeben und dafür wirst du brutzeln wie eine grobe Bratwurst? Max, wo soll ich die entsorgen, ohne dass sie jemanden verletzt, den wir kennen? Schmeiß sie aus dem Fenster, Sam. Dort draußen sind nur Fremde. Aber auch die gefühlten Nachklapptitel The Dick und Vollgas haben einen unauslöschlichen Eindruck bei mir hinterlassen. Wenn ich die Melodie vom Intro aus The Dick höre, kriege ich sofort eine Gänsehaut. Und die Stimme von Ben aus Vollgas ist ebenfalls grandios gewählt worden. Irgend so ein Witzbold hat mir die Schlüssel geklaut. Das mag ich gar nicht. Jedes dieser Spiele wird auf ewig in meinem Herzen sein, weswegen ich immer mit dieser verklärten Nostalgie an die LucasArts Adventure zurückdenke und sie alle paar Jahre mal wieder einlege, um in diese Spielwelten zurückzukehren. LucasArts, vielen Dank. Im DOS-Adventskalender erzähle ich euch viel von meinen ersten Spielen. Test Drive 3 war mein allererstes Rennspiel gewesen. Und ich muss sagen, ich hätte es echt besser treffen können, denn der dritte Teil wurde nicht mehr von Distinctive Software entwickelt, den späteren Need for Speed-Entwicklern, sondern von Accolade selbst. Und die haben zwar ein ambitioniertes Konzept gehabt, aber technisch hat das Spiel schlicht nicht funktioniert. Die Steuerung ist eine einzige Katastrophe. Im Internet wird Test Drive 3 deshalb gerne als Drunk Driving Simulator bezeichnet. Und das trifft es ziemlich genau. Die Wagen steuern sich derart schwammig, dass man das Gefühl hat, ordentlich einen über den Durst gekippt zu haben. Das ist mir damals aber natürlich nicht aufgefallen. Ich hatte ja keine Vergleichsmöglichkeit. Von daher dachte ich, es würde an mir liegen, dass sich das Spiel so schwierig steuert. Was das Spiel aber so ambitioniert gemacht hat, war die offene Spielwelt. Man ist nämlich nicht auf abgesteckten Grundkursen gefahren, sondern in frei befahrbaren, offenen Spielwelten. Da fuhren Züge durch die Welt, standen Kühe auf der Weide und es gab dynamische Wettereffekte. Und die Fantasie, in einem Supersportwagen unterwegs zu sein, war natürlich auch toll. Ich habe jedenfalls ewige Stunden mit Test Drive 3 verbracht, bin der Polizei entkommen und manchmal habe ich einen Strafzettel bekommen. Am Ende ging es darum, unfallfrei von A nach B zu kommen. Es ging zwar auch ein bisschen um die Zeit, aber das war eher akademisch, wenn man sich die Bewertungsbildschirme angeguckt hat. Mir war es immer nur wichtig gewesen, heil ans Ende der Strecke zu kommen. Weshalb ich häufig auch einfach ein bisschen langsamer gefahren bin, um ja keinen Unfall zu bauen. Mir wird Test Drive 3 aber immer in Erinnerung bleiben, weil es mein allererstes Rennspiel gewesen ist. Heute muss ich es aber nicht mehr spielen.
Das legendäre Sokoban gehörte neben Prince of Persia und Willy's Pinball mit zu meinen allerersten PC-Spielen. Das zeitlos geniale Kistenverschiebespiel hat mich richtig lange vor den Monitor fesseln können. Ziel in jedem Level ist es, mit seiner Spielfigur die Kisten so zu verschieben, dass alle auf den markierten Feldern stehen. Da man die Kisten nur schieben und nicht ziehen kann, ergibt sich so in jedem Level eine neue Herausforderung, da man die Kisten nur in der richtigen Reihenfolge zum Ziel schieben kann, ohne sich selbst den Weg zu blockieren. Neben dem klaren Spielprinzip hat sich aber vor allem die Präsentation in mein Gedächtnis gebrannt. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich CGA-Grafik gesehen habe. Das Weiß, Rosa und Cyan ist einfach so unfassbar markant. Aber auch das Menü, das in Form von Fahrstühlen dargestellt wird, ist einfach super. Sogar meine ersten Erfahrungen in Leveldesign habe ich mit dem Spiel gemacht, denn es bot einen Editor für eigene Levels. Was mir aber auf ewig und am allermeisten in Erinnerung bleiben wird, wie oft mein Vater das Spiel gespielt hat. Später kam noch Solitär und Minesweeper dazu, aber Sokoban, das war sein allererstes Go-To-Spiel. Ich habe es genau vor Augen, wie er sich bei den späteren Levels abends stundenlang vor den Monitor gesetzt hat, um an einem einzigen Abschnitt zu grübeln. Von daher wird mir Sokoban auch immer in Erinnerung bleiben, weil es das erste Mal war, dass auch mein Vater sich für die Welt der Computerspiele interessiert hat. Wie ich damals Commander Keen im Supermarkt entdeckt habe, habe ich euch ja schon hinter Tür 4 erzählt. Nach so einem Volltreffer wollte ich natürlich mehr. So ging ich immer wieder an das Regal neben den Schreibwaren und guckte nach spannenden Namen, die nach vielversprechenden Spielen klangen. Und was klingt bitte vielversprechender als Duke Nukem? Ich bin nicht enttäuscht worden, denn das erste Duke-Spiel ist ein wirklich hervorragendes Run-and-Gun gewesen. Die Steuerung funktioniert tadellos, es gibt das aus Commander Keen bekannte flüssige Scrolling und man kann mit einem muskulösen Arnie-Verschnitt Gegner abballern. Besser geht's nun wirklich nicht. Auch hier war mir lange nicht klar gewesen, dass ich mit diesem Spiel die Geburt eines der ikonischsten Spielehelden aller Zeiten erleben würde. Als ich dann Jahre später bei meinem Kumpel zuerst Duke Nukem 2 und dann vor allem Duke Nukem 3D gesehen habe, konnte ich immer auf meine Expertise aus Teil 1 verweisen. Wo ich bereits Jagd auf Dr. Proton gemacht, Roboter erschossen und auf Hühnerkeulen geschossen habe, damit sie noch mehr Lebenspunkte bringen. Ich finde, man kann den ersten Duke-Teil heute immer noch sehr gut spielen. Das Design ist lustig, es gibt ein paar extra Items und die Mischung aus Springen und Ballern ist einfach unverwüstlich. Dazu das klassische Suchen nach Schlüsseln und Keycards. Und sogar Items, die die Fähigkeiten des Duke verbessern. Zum Beispiel Schuhe, mit denen er höher springen kann, um damit vor unzugängliche Stellen im Level zu erreichen. Auch Duke Nukem habe ich unzählige Male immer und immer wieder durchgespielt. Ich hatte ja sonst nichts. Der Patrizia war meine allererste Wirtschaftssimulation gewesen. Sie kam als Raubkopie zu mir, wodurch ich schon allein damit Ewigkeiten verbracht habe, um herauszufinden, was man im Spiel überhaupt machen muss. Und heute weiß ich, dass ich ein ganz entscheidendes Spielelement nie verstanden habe. Wie der Name schon sagt, spielt man einen Patrizia und es geht darum, zu Reichtum zu gelangen. Das langfristige Ziel ist es, mit dem Reichtum sich zum Eldermann wählen zu lassen. Aber auch das war mir damals nicht klar gewesen. Ich war schon vollauf damit beschäftigt, in der Kneipe eine Crew für mein Handelsschiff anzuheuern und dann Waren durch die Spielwelt der Hanse zu transportieren. Ich habe mir damals tatsächlich die Mühe gemacht und bin in einer großen Grind-Aktion alle Häfen angefahren, um mir die Preise rauszuschreiben. Die lukrativste Route, zumindest auf dem Papier,
Bar Wein in London zu kaufen und dann nach Novgorod, um ihn zu verkaufen. Von dort dann mit Pelzen wieder zurück. Es war aber natürlich auch die längste Strecke, weswegen Van so nie auf einen grünen Zweig gekommen ist. Vor allem, weil ich ein ganz entscheidendes Spielprinzip nicht verstanden hatte. Denn in meiner Heimatstadt hatte ich ein Kontor. Und das Geld, was man besitzt, das ist immer das Geld des Kapitäns auf dem jeweiligen Schiff. Es reist also von Stadt zu Stadt. Man muss aber immer etwas Geld im Kontor zurücklassen, um die laufenden Kosten zu decken. Macht man dies nicht, nimmt das Spiel immer wieder automatisch einen Kredit zu absoluten Wucherzinsen auf, um die Kosten zu decken. Wodurch alle meine Partien damals stets zum Scheitern verurteilt waren. Ich hatte trotzdem riesigen Spaß, weil das Spiel voller liebevoller Details steckt. Wenn man zum Beispiel zum ersten Mal vom buckligen Heiratsvermittler angesprochen wird und man sich dann eine Frau anhand der Mitgift auswählt. Unter einer Kogge für meine Handelsflotte wird nicht geheiratet. Und dann der liebevolle Bildschirm, der das Fest zeigt. Herrlich! Und nicht zu vergessen, der Besuch im Badehaus. Uiuiui. Als ich viele, viele Jahre später dann mal das Holstentor in Lübeck in echt gesehen habe, war ich hellauf begeistert. Das ist ja das Tor aus dem Startbildschirm von Patricia. Meine Frau hat mich für diese Aussage nur verständnislos angeguckt. Ein ganz großer Klassiker der Handelssimulation und auch heute noch sehr gut spielbar, weil im Vergleich zu modernen Spielen noch deutlich simpler gestaltet und man so lockerflockig eine Partie spielen kann, ohne dass es in Stress ausartet. Mir ist tatsächlich erst jetzt im Zuge der Recherche klar geworden, dass ich damals einen der absoluten Golfspiel-Klassiker gespielt habe. World Class Leaderboard von Access Software ist nämlich ein Vorläufer der legendären Lynx-Serie. Für mich war es einfach nur irgendein Golfspiel, das zufällig seinen Weg in meine Diskettensammlung gefunden hat. Es war sogar eines der wenigen Spiele, die ich auf einer 5,25 Zoll Diskette hatte. Die Grafik selbst kam mir gar nicht so spektakulär vor. Ein Golfer und eine Landschaft. Ist doch normal, so muss es ja schließlich aussehen. Dabei war das absolute Top-Notch-Umgebungsgrafik gewesen, mit der heute noch bekannten Third-Person-Ansicht. Richtig genial war aber damals schon die Mehrklick-Steuerung. Zuerst holt man per Tastendruck Schwung, dann drückt man wieder, um zu markieren, wie viel Schwung, und dann nochmal zum Durchschlagen. Das ist immer wieder aufs Neue anspruchsvoll und herausfordernd. Dank der tollen Umgebungsgrafik lassen sich die Kurse auch wunderbar lesen. Bäume und Sandbunker machen einem dabei auf den Weg zum Grün das Leben schwer. Die rudimentären Golfregeln kenne ich tatsächlich aus diesem Spiel. Also, dass es wichtig ist, mindestens ein Par zu erreichen und noch besser unter Par zu bleiben. Am allerbesten sind aber die zwischendurch eingespielten Reaktionen der Zuschauer und des Kommentators. From my vantage point, it looks safely in the fairway. Freundliches Klatschen, wenn einem der Putt gelingt. Und Oh-Rufe, wenn man einen Schlag verpatzt hat. Oh. Ooh, can't be too happy about that one. Jetzt beim Wiederanspielen für den Kalender habe ich gleich wieder eine 18-Loch-Runde gespielt und durfte feststellen, dass ich die Steuerung noch genauso gut bzw. schlecht wie damals beherrsche. Sie hat sich schlicht in mein Gedächtnis gegraben. Das Spiel macht immer noch grandios viel Spaß. Man jubelt bei einem gelungenen Schlag und verzweifelt, wenn man einen einfachen Putt verpatzt. Ich habe damals sehr viele Stunden mit dem Spiel verbracht, ohne je eine Meisterschaft darin zu erreichen. Dennoch eine meiner prägendsten DOS-Erinnerungen. From my vantage point, it looks safely in the fairway.
Auch Scorched Earth gehört zu den Schätzen, die ich im Supermarkt in einer Papierhülle neben den Schreibwaren gefunden habe. Und ich muss sagen, es ist eines der tollsten Spiele, die ich je gespielt habe. Wobei ich einen externen Stimulus benötigt habe, um mit dem Spiel warm zu werden. Dieser Stimulus war mein Cousin gewesen, der zu Besuch war und mich fragte, was ich so an neuen Spielen habe. Ich zeigte ihm Scorched Earth und er sagte gleich, das ist ja wohl eins der besten Spiele aller Zeiten. Und ich muss sagen, da hat er echt mit Kennerblick drauf geschaut, weil er gleich die coolen Elemente des Spiels erkannte. Wir haben dann mehrere Stunden am Stück im Hot Seat gespielt, im Verbund mit KI-Gegnern. Scorched Earth gehört zum Genre der Artillerie-Spiele. Ein bisschen wie Worms oder Ballerburg. Hier steuert man allerdings einen Panzer. Was das Spiel aus der Masse so heraushebt, das sind die Unmengen an Waffen, die man im Laufe des Spiels kaufen kann. Und die unzähligen Möglichkeiten, das Spiel zu modifizieren. Aber kommen wir erstmal zur Grundherausforderung. Wie bei Artilleriespielen üblich geht es darum, den Winkel und die Schusskraft der Kanone auszurichten, sodass das Geschoss in perfekter Flugbahn den Gegner trifft. Dabei spielen Höhenstufen, Hindernisse und vor allem der Wind eine wichtige Rolle, da sie alle den Schuss beeinflussen können. Und da sich diese Faktoren in jedem Level ändern, ist es auch jedes Mal neu herausfordernd und motivierend, den richtigen Schusswinkel auszutüfteln. Ähnlich wie bei einem Golfspiel. Nun aber die Besonderheiten. Nach jeder Runde bekommt man Geld, je nachdem wie gut man abgeschnitten hat. Nun kann man im Waffenmenü seinen Panzer mit Dutzenden Ausrüstungsgegenständen ausstaffieren. Von unterschiedlich starken Bomben, über funkensprühende Bomben, zu Napalm. Es gibt unterschiedlich starke Schutzschilde oder schlicht Benzin, mit dem man im Level sich ein Stück fortbewegen kann. Oder gar einen Fallschirm, der wirklich sehr nützlich sein kann, denn die schlichte Umgebungsgrafik ist komplett zerstörbar. Wenn ein Gegner also den Boden unter dem Panzer wegsprengt, dann fällt man runter und nimmt entsprechend Schaden. Eine der großen Spaßfaktoren ist es, auf alle Individualitäten vorbereitet zu sein. Ein Schild, der Geschosse reflektiert, ein Fallschirm zum Runterfallen und so weiter. Aber auch die Umweltbedingungen verändern sich regelmäßig. In manchen Levels kann man zum Beispiel links aus dem Bildschirm rausschießen und dann kommt das Geschoss rechts wieder zurück. In anderen kann es aber sein, dass die Außenbegrenzung reflektierend ist. Oder es gibt Gewitterstürme mit Blitzen, die zufällig im Level einschlagen. Selbst die Explosionen, wenn ein Panzer vernichtet wird, sind komplett random, so dass es immer wieder aufregend ist, wenn ein Gegner zerstört wird. Manche Explosion kann den kompletten Level umkrempeln. In den Menüs lassen sich dann auch noch alle Parameter einstellen. Größe der Explosion, Wetterverhältnisse, Verhalten der Wände, Verhalten der KI-Gegner und so weiter. Und das allerbeste, Scorched Earth war sich seiner eigenen Genialität absolut bewusst, denn im Startbildschirm steht The Mother of All Games. Für Freunde des Artillerie-Genres unbedingte Nachholempfehlung. Büro 13 habe ich mir allein wegen des Namens und der Szenariobeschreibung gekauft. Ein Point-and-Click-Adventure, in dem man sein eigenes übersinnliches Agententeam zusammenstellt und auf Ermittlungstour geht. Du kannst einen Vampir wählen oder eine Frau im Kampfanzug. Einfach geil! Das Coole, man kann die Rätsel im Spiel unterschiedlich lösen. Je nachdem, wen man mitnimmt, da alle Charaktere über unterschiedliche Fähigkeiten verfügen. Der Vampir zum Beispiel kann zu Nebel werden. Mega gut, wenn man sich in eine Polizeiwache einschleichen möchte. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir aber auch der Kopierschutz. Das war eine Codeliste, die auf schwarzem Papier mit dunkelroter Schrift gedruckt wurde, damit man die Liste nicht fotokopieren kann. Für mich war das Bestandteil der Geheimdienstatmosphäre. Wobei man sich natürlich fragen muss, wie geheim kann eine Organisation sein, in der eine Frau in Roboteranzug durch die Straßen stampft. Die Rätsel habe ich als solide in Erinnerung, aber insgesamt ist das Spieltempo sehr niedrig und die Schauplätze und Items werden schnell ein bisschen viel. Aber auch in der Welt von Büro 13 habe ich sehr viel Zeit verbracht, wobei ich es leider nicht geschafft habe, es durchzuspielen, denn die Charaktere können auch sterben. Man kann da zwar weiterspielen, wenn einer überlebt, aber bei manchen Rätseln braucht man beide Charaktere. Opfern ist also nicht sinnvoll.
Ein cooles Setting für ein Adventure, an das ich auch heute noch gern zurückdenke. Fatal Racing von Gremlin habe ich damals für das grafisch spektakulärste Rennspiel aller Zeiten gehalten. Kein Wunder, wenn vorher Test Drive 3 mein grafischer Standard gewesen ist. Aber tatsächlich, ich habe damals meinem Freund gefragt, was man an der Grafik denn noch verbessern kann. Das ist doch perfekt so! Heute ist es für mich nur noch schwer nachvollziehbar, wie ich darauf gekommen bin. Neben der Grafik hat mich aber auch das Streckendesign begeistert. Man ist nämlich die meiste Zeit nicht auf langweiligen Rundkursen unterwegs, sondern auf spektakulären, um nicht zu sagen fatalen, Rennkursen unterwegs. Mit Schrauben, Loopings und Sprungschanzen. Das hat mich damals richtig doll begeistert. Obwohl es auch richtig schwer war. Bis ich richtig raus hatte, wie man durch den Looping und die Schraube fährt, ohne runterzufallen, das hat Ewigkeiten gedauert. Die Fahrzeuge im Spiel, die ich einfach nur unfassbar schick finde, verfügen alle über unterschiedliche Charakteristika. Grip, Beschleunigung, Wendigkeit und natürlich Endgeschwindigkeit. Der Reisewagen, komplett in Blau, ist das Auto der Wahl, wenn man die Kurse perfekt beherrscht, da er die maximale Endgeschwindigkeit erreicht. Wenn man übt, nimmt man lieber ein Fahrzeug mit hoher Beschleunigung, damit man schnell wieder in die Gänge kommt, wenn man mal wieder vom Looping gefallen ist. Ich jedenfalls habe hervorragende Erinnerungen an Fatal Racing. Das grafisch perfekte Rennspiel, an dem man einfach nichts mehr verbessern kann. Erinnert ihr euch noch an die katastrophale Fußball-Weltmeisterschaft von 1994? Naja, reden wir nicht davon. Denn zum Glück konnten wir ja mit der Anstoß World Cup Edition alles besser machen. In der World Cup Edition habe ich tatsächlich noch mehr Zeit verbracht als mit dem Original-Anstoß, weil mir die Metapher einfach so gut gefallen hat. Statt ins Büro kommt man immer ins Hotelzimmer und plant dann im Wochenplaner, wie man sich auf das nächste Spiel vorbereiten will. Im Gegensatz zu Anstoß kann man hier auch in einem richtigen Aufstellungsbildschirm seine Spieler zuordnen, was der Atmosphäre sehr gut tut. Einziger Nachteil ist natürlich die Turnierform. Nach der Vorrunde geht's in den K.O.-Modus und wenn man dann verliert, naja, dann ist halt die Partie vorbei. Safe Scumming führt hier aber natürlich zum Erfolg. Am liebsten waren mir aber die Interviews. Da kam man sich vor wie als Gast in der Sportschau. Herrlich! Die spannenden Partien im Textmodus sind natürlich auch wieder mit von der Partie gewesen. Herzlich willkommen zu diesem Vorrundenspiel der Fußball-Weltmeisterschaft. Sie werden von 17.000 Zuschauern unterstützt. Der Schiedsrichter der heutigen Partie ist Herr Redcard. Anpfiff. Abwehrfehler. Chris Jansen läuft allein auf Bart zu. Umspielt ihn? Tor! Engert spielt steil zu drohen. Blitzschnelle Drehung, kurzer Antritt und ein platzierter Flachschuss in die lange Ecke. Keine Chance für Windheim. Björnby spielt den Ball auf den Flügel zu Gjelstad. Doch dieser kann den Ball nicht stoppen. Eckert spielt zu Barth zurück. Dieser wird von Larsen bedrängt und nimmt den Ball mit der Hand auf. Der Schiri entscheidet auf indirekten Freistoß im Strafraum. Indirekter Freistoß für Deutschland. Torentfernung? 11 Meter. Drohn steht bereit. Überraschender Pass in den Strafraum. Grunwald reißt eine Lücke in die Mauer. Flach in die Torwartecke? Aber Windheim kann nur abklatschen. Fluger staubt ab. Tor! 20 Meter Direktabnahme von Drohn. Knapp vorbei. Let's go, Deutschland. Let's go. Halbzeit. Ach, der Textmodus macht einfach Spaß. Die Halbzeitansprache ist natürlich auch toll, wenn man auch nie weiß, was sie so richtig gebracht hat. Was aber wohl auch mit der echten Halbzeitansprache übereinkommt. Anstoß, die World Cup Edition, ist jedenfalls eine wunderbare Fortsetzung zum legendären Anstoß und fügt einige Dinge hinzu, die dann in Anstoß 2 erst voll zum Tragen kamen.
Den habe ich allerdings trotz meiner Begeisterung für die Vorgänger nie richtig gespielt. Aufgrund dessen, dass sowohl Anstoß als auch die World Cup Edition nicht so einen ausufernden Funktionsumfang haben, sind sie beide auch heute noch echt gut für eine Runde zwischendurch spielbar. Habe ich euch eigentlich schon von diesen tollen Spielen aus dem Supermarkt neben der Schreibwarenabteilung berichtet? Ja, tut mir ja leid. Ich habe mir echt viele davon gekauft und mit den meisten auch echt viel Zeit verbracht. So auch mit Motocross. Als Kind fand ich nämlich, dass Motocross-Motorräder mit das Allercoolste sind. Die Art, wie sie aussehen, dass man mit ihnen über Sprungschanzen springen konnte, um coole Tricks zu machen. Und selbst die Kleidung der Fahrer war super stylisch. Und bei Motocross wird diese Coolness im Stil grandios eingefangen. So gibt es in den Rennen immer wieder Bild-in-Bild-Einblendungen, die nochmal deutlich detaillierter sind als die eigentliche Spielgrafik. Die damals typisch einen festen Horizont zeigte, mit einem sich bewegenden Untergrund. Ich habe Motocross damals, wie alles andere auch, ich hatte ja sonst nichts, stundenlang gespielt. Habe es aber nie zur Meisterschaft geschafft, denn das Spiel war mir zu schwer. Man kann viele Einstellungen an seinem Bike vornehmen und muss dies auch speziell für jede Strecke tun, damit man einen perfekten Sprungrhythmus für die Schanzen findet. Das ist mir nur für ganz wenige Strecken so richtig gelungen, so dass ich als höchstes der Gefühle mal einen dritten oder zweiten Platz erreicht habe. Zudem muss man die Gänge manuell schalten und ich habe bis heute nicht rausfinden können, wie ich wieder runterschalten kann, um langsamer zu werden. Zu den wenigen Informationen, die man im Netz finden kann, habe ich mir angelesen, dass man beim Kurvensliden wohl, wenn man einen Joystick verwendet, das Rauslehnen durch Stickbewegungen vor und zurück eine regelrechte Meisterschaft erlangen kann und zum Meistern des Spiels essentiell ist. Jetzt beim Wiederanspielen habe ich es leider auch nicht viel besser hinbekommen als damals als Kind. Dennoch, die Grafik und das Spielgefühl haben, wie viele andere DOS-Games, einen tiefsitzenden und bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, welche sich heute noch auf meinen Spielgeschmack auswirkt. Red Baron von Dynamics ist meine allererste Flugsimulation gewesen. Oder sagen wir lieber Flug-Action-Spiel mit Simulationsanteil. In Red Baron spielt man einen Fliegerass aus dem Ersten Weltkrieg. Man kann sowohl auf Seiten der Alliierten oder den Deutschen fliegen. Was mich damals in arge Gewissenskonflikte gebracht hat. Als Kind war ich nicht sicher, ob ich das überhaupt darf auf Seiten der Deutschen im Krieg spielen. Aber die hatten in der Karriere die geileren Flugzeuge. Die Fokker-Maschinen waren einfach am coolsten. Besonders der Fokker DR-1, den man erst zum Kriegsende wählen konnte. Überhaupt die Karriere. Das Spiel besteht letztlich aus einer Aneinanderreihung von unterschiedlichen Einzelmissionen. Die Ballonjagd war immer mein Liebling, weil man hier am meisten Abschüsse summieren konnte. Erst die Ballons, die natürlich auch am leichtesten abzuschießen waren, da es starre Ziele sind. Und danach die verteidigenden Flugzeuge. Aber es gibt auch noch den klassischen Patrouillenflug, wo man entlang der Front auf die Jagd geht. Verteidigung der eigenen Basis, wo man, oh Gott, am Boden starten muss. Da das Spiel ohne Anleitung zu mir kam, habe ich Jahre gebraucht, um rauszufinden, wie man startet. Kleiner Tipp, man drückt einfach Plus. Ganz besonders sind auch die Luftduelle, in denen man gegen die Fliegerasse jener Zeit antreten kann. Max Immelmann zum Beispiel, den man vom berühmten Immelmann-Flugmanöver kennt. Aber natürlich auch der namensgebende Manfred von Richthofen, der Rote Baron. Oder sein Bruder Lothar, der nur halb so viele Abschüsse vorzuweisen hat, aber dafür den Krieg überlebte. In der Karriere werden die ganzen Missionstypen zufällig aneinandergereiht. Je mehr Abschüsse man anhäuft, desto mehr Belohnungen kann man erreichen. Zuerst wird man nur mit Orden ausgezeichnet. In einer dramatisch inszenierten Zeremonie. Danach wird man zum Förstleutnant.
Als Leutnant darf man immerhin schon ein Geschwader anführen. Allerdings nur mit einem Flieger als Wingman. Das Ziel ist es natürlich, Captain bzw. Rittmeister zu werden. Ab da hat man das Privileg, sich sein eigenes Flugzeug auszusuchen. Je nach technologischem Fortschritt. Auf Seiten der Alliierten will man natürlich die Sopwith Camel und bei den Deutschen den Fokker DR-1, weil es die wendigsten Flugzeuge von allen sind. Aber am coolsten, sein eigenes Flugzeug darf man auch noch anmalen. Wie geil! Ich bin in Red Baron viele, viele Stunden durch die Luft geflogen und habe mich später sogar an die höheren Simulationsreihen gewagt. Denn Red Baron ermöglicht es, den Schwierigkeitsgrad sehr granular selbst einzustellen. Vom Schaden selbst bis zum klemmenden Maschinengewehr ist alles dabei. Ich habe heute beim Spielen noch genauso viel Spaß wie damals und spiele gern stundenlang eine Mission nach der anderen. Den Eishockey-Manager habe ich mir damals nur aus einem Grund gekauft. Er war günstig zu haben und ich hatte Bock auf ein Sportmanager-Spiel, ähnlich wie Anstoß. Und dann war es der geilste Sportmanager, den ich je in meinem Leben gespielt habe. Mein längstes Spiel ging bis ungefähr ins Spieljahr 2050. Dank den All-Time-Statistiken ist das herrlich motivierend, weil man dann auf ewig zurückblicken kann, wie man in jeder Saison abgeschnitten hat. Mein ganzes Wissen über die deutsche Eishockeyszene habe ich aus diesem Spiel. Mit dem RIV Bremerhaven von Liga 3 nach Liga 1 ein gigantischer Spaß. Wobei ich zugeben muss, ich habe immer im Schwierigkeitsgrad Baby gespielt. Das hat den Vorteil, dass man das Training einmal einstellt und dann die Stärkewerte der Spieler einfach im Laufe der Zeit besser werden. Auf den höheren Schwierigkeitsgraden muss man ständig variieren. Zumindest habe ich mir das mal angelesen. Selbst überprüft habe ich das nie. Warum auch? Ich habe meinen Spaß auf Baby einfach. Für mich ist das Spielen von Eishockey Manager eine regelrecht meditative Erfahrung. Man sucht sich die guten Spieler auf dem Transfermarkt und baut sich so nach und nach die stärkste Mannschaft zusammen. Ab 36 Jahren gehen dann die Spieler in den Ruhestand und man muss mit Talenten die Mannschaft wieder auffüllen. Einmal hatte ich einen Torwart. Er hieß Björner, der sogar länger geblieben ist als die eigentliche Altersgrenze. Er blieb bei mir bis weit über 40. Ich weiß nicht, ob das ein Bug war oder woran es gelegen hat. Aus purer Dankbarkeit hat er auf jeden Fall ein Mega-Gehalt von mir bekommen. Wenn man Nationalmannschaften eingestellt hat, kann man ab Liga 1 zwischen den Saisons sogar noch Weltmeisterschaftsturniere spielen, was für eine nette Abwechslung sorgt. Ich habe natürlich immer die Spieler meiner eigenen Mannschaft nominiert. Ansonsten gibt's ehrlich gesagt gar nicht so viel zu tun. Man klickt sich ohne viel Einstellungsmöglichkeiten von Spieltag zu Spieltag und guckt sich im Zeitraffer die ausgewürfelten Ergebnisse an. Es gibt nicht mal einen Textmodus wie in Anstoß. Man könnte sich noch Spielszenen anzeigen lassen, aber wozu? Dadurch dauert's nur länger. Die Dramatik kommt über den Verlauf der Saison. Wenn die eigene Truppe plötzlich eine schlechte Phase hat und die Konkurrenz eine Siegesserie und natürlich umgekehrt. Das ist wahnsinnig spannend. Klick, klick. Und wieder eine Saison vorbei. Klick, klick und noch eine Saison. Diesmal haben wir die Meisterschaft geholt. Ja! Ein großer Spaß. Wenn Anstoß mein am meisten gespielter Fußballmanager war, dann ist Eishockey-Manager der Sportmanager, mit dem ich einen Abstand am längsten Zeit verbracht habe. Ich spiele ihn sogar heute noch mit derselben Begeisterung wie damals. Das allererste Warlords fand seinen Weg als Raubkopie zu mir. Und ich muss zugeben, zuallererst war ich abgeschreckt von der spartanischen Grafik. Doch schnell zeigte sich, dass es sich um eines der besten Rundenstrategiespiele aller Zeiten handelt. In der Welt von Warlords gibt es insgesamt 8 spielbare Völker. Um ihre Eigenarten kennenzulernen, muss man allerdings das Handbuch lesen. Dort gibt es zu allen eine kleine Hintergrundgeschichte. Da wären zum Beispiel die Storm Giants. Die Storm Giants sind ein Volk mächtiger 12 Fuß großer Riesen. Ihre Hauptstadt Stormheim liegt auf dem Gipfel von Storm Mountain, im Westen von Suladur. Die Storm Giants verachten alle, die kleiner sind als sie selbst und haben geschworen, Illuria von der Pest der Kleinen zu reinigen. Das Spannende sind allerdings die Startpositionen.
Die Weltkarte ist nämlich asymmetrisch, so dass jedes Volk andere Startbedingungen und einen anderen Verlauf des Krieges hat. Wieder Spielwert ohne Ende. Jedes Volk beginnt mit einer Stadt, umgeben von vielen neutralen Städten, die es gilt einzunehmen, um so die Einheitenproduktion zu starten. Denn am Ende gilt für alle, nur der Stärkere wird überleben. Was Warlord so genial macht, ist seine Simplizität. Denn außer Runde für Runde Einheiten verschieben, Städte erobern und dann Einheitenhaufen aufeinander zu werfen, um die Gegner zu besiegen, mehr gibt es nicht. Klar gibt es noch ein paar Feinheiten, um das Spiel interessant zu machen. So gibt es Heldeneinheiten, die im Laufe des Spiels Erfahrung sammeln können, wenn man sie in auf der Karte verteilten Ruinen und Tempel schickt, wodurch sie zu den mächtigsten Einheiten werden können. Oft bringen sie dann auch mal spezielle Monstereinheiten wie Drachen oder Werwölfe mit an die Oberfläche, wodurch sich das Schlachtgeschick wenden kann. Auch geil ist die zweigeteilte Karte. Die eine für die Nahansicht zur Steuerung und die andere, um die großen Frontlinien komplett im Blick behalten zu können. Wenn sich nach und nach die Karte in den unterschiedlichen Farben umfärbt, das ist richtig geil. Nicht ohne Grund gibt es auf meinem Kanal einen kompletten Playthrough. Und zu meiner Schande, bisher hat es niemand in den Kommentaren erwähnt, ich habe es bis heute nicht geschnallt gehabt. Man kann in jeder Stadt Einheiten produzieren. Und was ich Zeit meines Lebens gemacht habe, ich habe sie dann immer von Hand Runde für Runde an die Front gezogen. Wie doof muss man sein? Das dauert nämlich ewig. Man kann in den Städten, wo man die Einheit produziert, eine Zielstadt eingeben und so die Einheit direkt dorthin transferieren, wo man sie benötigt. Ach, ich komme mir so dumm vor. Und dann lade ich auch noch einen Playthrough hoch, wo ich diese Dummheit zur Schau stelle. Aber egal, ich habe jede Partie Warlords, die ich bisher gespielt habe, stets genossen. Hier steht die Spielmechanik ganz klar über der grafischen Präsentation. Irgendwann ist man im eigenen Kopf einfach nur noch ein gnadenloser Feldherr, der seine Feinde niedermäht, um sie zu vernichten. Warlords hat bis heute nichts von seiner Faszination verloren und ist immer mal wieder für einen Durchlauf gut. Diesmal aber mit einem anderen Volk. Zu Civilization habe ich bereits mehrere ausführliche Rückblickvideos gemacht. Aber was wäre ein DOS-Adventskalender ohne das beste Rundenstrategiespiel der Welt? Ich glaube, jeder, der in der Zeit Civ gespielt hat, wird ähnlich begeistert gewesen sein wie ich. Die Faszination, mit einem einzigen Siedler auf einer unaufgedeckten Karte zu starten und dann durch Expansion und Forschung nach und nach ein Weltreich aufzubauen, ist nicht ohne Grund bis heute ungebrochen. Auch wenn die Nachfolgespiele alle ihre Berechtigung haben und ich auch viele von ihnen mit Begeisterung gespielt habe, kommen sie alle für mich nicht an die schlichte Eleganz des ersten Teils heran. Die zweckmäßige, aber dennoch farbenfrohe Grafik und die Soundeffekte haben sich derart in mein Gedächtnis gebrannt, dass sie einen ganz großen Einfluss auf mein ästhetisches Empfinden für Grafik und Sound haben. Civilization hat mir damals zum ersten Mal gezeigt, wie faszinierend Computerspiele sein können, was alles in ihnen drinsteckt und welch komplexe Spielmechaniken sie haben können. Zu gerne wüsste ich, wie viele Stunden ich mit dem Spiel in meinem Leben bereits verbracht habe. Als ich es erst vor kurzem für den Rückblick wieder ausgepackt habe, bin ich wieder für eine komplette Partie dran hängen geblieben und konnte es kaum erwarten, weiterspielen zu können. Besonders die Details machen für mich einen großen Teil des Charmes aus, wenn zum Beispiel die Weltwunder gebaut werden und in den Stadtansichten dann gezeigt werden. Oder die Melodie, wenn wieder mal ein Fortschritt erforscht wird. Was mir übrigens bis neulich nie aufgefallen ist, Dank geht an den tollen Stay Forever Podcast zu Civilization,
Der Typ, der einem die Forschungsergebnisse präsentiert, ist Sid Meier höchstpersönlich. Also, ich kenne ja nicht viele Entwickler, aber Sid Meier kenne ich natürlich. Dass mir das nie aufgefallen ist, lässt mich absolut perplex zurück. Aber auch der Kopierschutz war eine Wonne. Wenn es heißt, ein Usurpator beansprucht ihren Thron, dann musste man die notwendigen Technologien nachschlagen, die benötigt werden, um die Abgefragte zu erforschen. Da Sif damals zu mir als Raubkopie gekommen ist, konnte ich natürlich nicht nachschlagen und habe so im Laufe der Zeit eine große Meisterschaft darin entwickelt, logisch abzuleiten, welche Technologien notwendig sind, um eine andere erforschen zu können. Nicht unerwähnt bleiben darf natürlich der Palast, den man immer ein Stück weiter ausbauen darf, wenn man im Spiel vorankommt. Wenn ich an meine MS-DOS-Zeit denke, dann muss ich immer zwangsläufig auch an Civilization denken. Willkommen, römische Mitbürger! Ich begrüße Sie hier aus dem neuen Circus Maximus, wo wir in diesem Moment die Ankunft des Imperators auf der Ehrentribüne erwarten. Imperium Romanum. Das klingt eigentlich nach einem Aufbauspiel. Und tatsächlich gibt es auch eins aus dem Jahr 2008. Ich spreche aber natürlich von dem Grafik-Adventure von 1996 aus deutschen Landen von der Firma Egosoft. Und die es heute noch gibt, das sind die, die die ganzen X-Spiele seit Jahrzehnten machen. Imperium Romanum war quasi ihr Magnum Opus in Sachen Adventure, wo auch ihre Wurzeln lagen mit Titeln wie Fatal Heritage oder dem Werbespiel Abenteuer Europa. Es spielt, wie der Name vermuten lässt, im alten Rom. Aber einer irgendwie verqueren Version davon, vollgestopft mit Technologie, die viel zu modern ist. Zum Beispiel Automaten mit Energy Drinks oder Projektoren, die es dem faulen Römer erlauben, Fernsehen zu gucken. Am besten beschreibt es der ausführliche Packungstext der Rückseite. Unser Held, Gaius Ludus, findet sich in einem nicht ganz gewöhnlichen römischen Reich der modernen Neuzeit wieder. Als kleiner Angestellter eines Museums hat Gaius in seiner Freizeit natürlich nichts Besseres zu tun, als seine Umwelt ausgiebig zu erkunden. Sehr schnell wird er mit Gegenständen wie schnurlosen Telefonen, Geldautomaten und nicht ganz zeitgemäßen Unterhaltungsartikeln konfrontiert. Nach einiger Zeit stellt unser Held fest, dass seine Umwelt einer Gang von Zeitreisepiraten ausgeliefert ist. Eigentlich könnte ihm das wirklich egal sein, aber wie ausgebeutete Angestellte nun sind, versuchen sie den Griff nach Höherem. Die Jagd beginnt. Nur wo? Es liegt an unserem Held, das Tor zu anderen Zeiten zu finden, um die Geschichte wieder so hinzubiegen, wie sie eigentlich sein sollte. Bereisen Sie verschiedene Zeitepochen. Finden Sie die Wissenschaftlerin Paula Potterfly, zerstören Sie die senatseigenen Videospiele, denken Sie über die Frage nach, wie mache ich eine Dampfmaschine kaputt? Sprengen Sie das örtliche Klo. Befragen Sie den allwissenden Schuhputzer. Nehmen Sie die bitterbösen Zeitpiraten gefangen. Uiuiui, bin ich froh, dass ich die Packungsrückseite damals nicht gelesen habe, denn das Spiel kam in der von mir bereits erwähnten 50 Gamebox 2 zu mir. Der Rückseitentext spoilert einem richtig viel weg und gibt sogar Rätselhinweise, den mit dem Klo. Ich bin damals zum Glück völlig unbeleckt an das Spiel rangegangen. Mir war beim ersten Start nicht mal klar, dass es sich um ein Adventure handelt, was ja, dank LucasArts, damals mein absolutes Lieblingsgenre gewesen ist. Daher war ich natürlich völlig begeistert festzustellen, dass in diesem 50-Spiele-CD-Grab eines dabei war. Und dann noch mit ordentlichen Produktionswerten. Detaillierte Hintergründe und eine gelungene deutsche Sprachausgabe. Und der Twist mit der Zeitreise hat mich dann auch völlig überraschend getroffen. Als Kind der 80er und 90er bin ich natürlich absoluter Zurück in die Zukunft-Fan. Und die Entwickler waren es sicherlich auch. Warum sonst sollte ein Fluxkompensator beim Professor im Labor liegen? Komisches Ding. Irgendwo habe ich das schon mal gesehen. Als ich das Spiel startete und dieses verquere Rom sah, ging es mir wie Hauptfigur Gaius. Das ist halt die Spielwelt und in der gibt es moderne Sachen.
Vor allem waren sie ja trotzdem ein bisschen in die Zeit gedacht. Das Display am Geldautomat zum Beispiel wechselt seine Bildschirme durch sich verschiebende Tafeln. Ein bisschen wie die moderne Technik bei Familie Feuerstein. Ich stolperte also durch die Welt und löste die sich mir offenbarenden Rätsel, schloss mich dem Untergrund an und fand nach langer Suche eine geheimnisvolle Apparatur unter der örtlichen Kneipe, nachdem ich das Klo gesprengt habe. Mit meinem Chef darin. Hihi. Chef, warten Sie! Ruhe! Was machst du hier überhaupt? Tja... Lass mich, es ist dringend. Die Apparatur war eine Zeitmaschine. Ab hier hatte mich das Spiel dann komplett gefangen genommen. Denn was gibt es Besseres als Zeitmaschinen? Ab hier dreht das Adventure dann regelrecht auf. War es bisher ein wenig behäbig, kommt nun durch die Zeitreise richtig Pep in die Geschichte. So sollen wir der Wissenschaftlerin Paula helfen, gegen die Zeitdiebe vorzugehen, welche das Raum-Zeit-Kontinuum durcheinander gebracht haben, um sich zu bereichern. Das Schöne, dadurch reisen wir wieder an bereits besuchte Schauplätze, aber durch die Zeitreisen sind diese immer wieder mehr oder weniger verändert. Schon allein sich die Veränderungen anzugucken macht gewaltigen Spaß. Imperium Romanum ist sicherlich nicht das beste Point-and-Click-Adventure der Welt. Die Animationen sind behäbig und das Design der Figuren ist, naja, hässlich. Aber mich hat das Spiel damals sehr begeistert und es war auch leicht genug, dass ich es mit ein wenig Knobeln gut durchspielen konnte. Für mich war es ein kleiner Adventure-Schatz, den ich aus der 50 Gamebox 2 geborgen hatte. Und was wird nun aus uns? Jeden Moment müsste das Hawking-Stabilitätsfeld zusammenbrechen und wir werden 2000 Jahre in die Zukunft katapultiert. Oder aber das Universum implodiert in eine Singularität. Was? Alter Tempologenwitz. Colonization ist eines der Spiele, die ich mir als Kind von meinem Taschengeld wirklich selbst gekauft habe. Und was für ein grandioser Kauf das war. Wie bei den anderen Spielen habe ich leider nur noch das Handbuch, doch das halte ich in Ehren. Ich weiß noch genau, wie ich mit meinen Freunden damals in den Computerspieleladen ging, ich glaube es war ein Soft Sale, und dort die Packung mit der Aufschrift Colonization fand. Das klingt doch wie Civilization, dachte ich, und tatsächlich stand drauf, Sid Meier's Colonization. Dass er für das Spiel nur seinen Namen hergegeben hat, fand ich erst viele Jahre später raus. Egal, als ich dann das Preisschild sah, war es um mich geschehen. Denn es waren nur 29,95 Mark. Das konnte ich mir leisten. Und die Systemanforderung erfüllt mein PC auch. Mit großer Aufregung fuhr ich nach Hause und installierte das Spiel. Und was war das für ein grandioses Spiel. Irgendwie wie Civilization, aber dann doch ganz anders. Man spielt in der Rolle von einer von vier Nationen. Holländer, Franzosen, Spanier oder Engländer. Das Ziel? Die Besiedelung von Amerika. Die Draufsicht erinnert dabei frappierend an Civ. Doch das Gameplay unterscheidet sich in vielen Aspekten. So gründet man keine Städte, sondern Kolonien. Und anstatt dass diese dann konstant wachsen, kommt es hier sehr stark auf den Einsatz von Arbeitskräften an, die alle als einzelne Einheiten gesteuert werden. So besteht eine Siedlung aus den typischen Arbeitsfeldern drumherum, hat dann aber noch Dutzende von Gebäuden, in denen Rohstoffe zu Waren verarbeitet werden. Diese können dann per Schiff nach Europa gebracht werden, um sie zu verkaufen. Das so verdiente Gold wird benötigt, um weitere Spezialisten wie Schreiner, Waffenschmiede, Zigarrendreher oder Weber nach Amerika zu holen. Von dem Gold bezahlt man ihre Überfahrt. Aber auch in der neuen Welt gilt es, nach und nach Spezialisten zur Bewirtschaftung des Landes auszubilden. Dafür schickt man freie Siedler, Knechte oder gar Kriminelle in die Siedlungen der amerikanischen Ureinwohner. Dort werden sie dann zu Meister Baumwollpflanzern, Fischern, Pelzjägern und so weiter angelernt. Ziel des Spiels ist am Ende die amerikanische Unabhängigkeit.
Das ganze Anhäufen von Gold, Rohstoffen und Spezialisten zum Ausbau seiner Kolonien benötigt man am Ende also nur dafür, um im Unabhängigkeitskrieg gegen die Soldaten aus Europa bestehen zu können. Ich fand das Szenario um die Entdeckung Amerikas, die im Laufe des Spiels sich verändernde Dynamik zwischen Europa, den Indianern und den konkurrierenden Nationen sehr spannend und ich habe bestimmt ähnlich viel Zeit mit Colonization verbracht wie damals mit Civilization. Ein grandioser Kauf. Mac ist eines der Spiele hier im Rückblick, wo ich vor Jahren schon mal ein ausführliches Video gemacht habe. Aber Mac gehört einfach unabdingbar in den DOS-Adventskalender, weil es einfach als Spielmetapher die vielleicht beste Wirtschaftssimulation der Welt ist. In Mac kann man nämlich sein eigenes Videospielmagazin gründen. Wie geil ist denn das bitte? Ehrlich gesagt bin ich erstaunt, wie selten man was von Mac in Retro-Kreisen hört, wo es doch den Traum eines jeden Videospiel-Nerds der 80er und 90er bedient. Sein eigenes Spielemagazin gründen und leiten. Und dann ist die Umsetzung im Stile der typischen 90er Jahre Wisems auch noch echt gut gelungen. Die statischen Bildschirme sind nett gezeichnet und bieten einem alles, was man zum Glücklichsein braucht. Man kann seinem Magazin einen Namen geben, Redaktionskonferenzen durchführen, Redakteure mit individuellen Schwerpunkten einstellen, Testmuster zu realen Spielen verteilen und so weiter und so weiter. Tatsächlich ist es im Spiel nicht so leicht, auf einen grünen Zweig zu kommen. Die Konkurrenz schläft nicht und man muss schon wissen, welche Hardware in den jeweiligen Jahren vorne lag. In den 80ern kann man mit einem reinen PC-Magazin zum Beispiel keinen Start machen. Besonders toll für die Atmosphäre ist auch das Intro in der CT-Version des Spiels mit Einspielern von damaligen PC Games Redakteuren. Wow, was für ein Spiel! SVGA-Grafik! Ich hatte gerade mal EGA-Grafik. Zwischensequenzen, wie im Film, ein Wahnsinn. Dafür habe ich die größten Polygone der Welt. Und die Original-Filmmusik. Jeremy-Qualität. Bei mir war sogar der PC-Piepser stumm. Aber auch die Testberichte, die man in den Magazinen abdruckte, waren teilweise als Scans aus Originalheften jener Zeit integriert worden und konnten gelesen werden. Zum Beispiel Samantha Fox Strip Poker. Nach dem Erfolg des Programms Samantha Fox Strip Poker von Martech auf dem C64, das auch für verschiedene andere Computertypen auf dem Markt erschien, ist nun eine neue Variante des Spielprinzips veröffentlicht worden. Wie der Name schon sagt, wird Ihnen bei diesem Spiel der englische Busenstar Samantha Fox auf dem Bildschirm serviert. Hier sind aber schon die ersten beiden Nachteile des Programms. Sam, wie Samantha im Spiel genannt wird, erscheint immer nur schwarz-weiß auf der Mattscheibe. Dies ist für Besitzer eines grünen Monitors vorteilhaft, aber für die, die einen Farbmonitor besitzen, ein großes Manko. Herrlich, diese alten Texte! Ich jedenfalls kam mir beim Spielen von Mac immer wie ein ganz großer Magazinmacher vor. Und genau das sollen Computerspiele ja bei einem bewirken. Ich will mich in Rollen fallen lassen, die ich im wahren Leben nicht erreichen konnte. So wie hier, mein eigenes Spielemagazin gründen. Ich habe mir als Kind nur wenige Spiele selbst kaufen können. Wenn, dann mussten sie im Preis reduziert sein und natürlich einen für mich ansprechenden Namen samt Thema haben. Mad TV war das perfekte Spiel. Als Fernsehkind der 80er und 90er und der Geburtsstunde des Privatfernsehens
konnte es einfach nichts Genialeres geben, als die Verantwortung für einen eigenen Fernsehsender zu übernehmen. Die Packungsrückseite hatte mich sofort in seinen Bann gezogen. Mad TV, ein passender Name für diesen Sender. Die Einschaltquoten sind im Keller, die Finanzen schon lange. Wie sie an diesen Job gekommen sind, verschweigen wir lieber. Doch alles liegt in ihrer Hand. Der Nachrichtenticker rasselt, der Spielfilmhit für Freitag fehlt. Eine neue Show muss produziert werden und der Werbevertrag ist noch nicht verlängert. Der Grund für all den Stress? Betty Butterblom, die heißeste Frau der ganzen Stadt. Einschaltquoten für den Boss, Kulturprogramm für Betty. Und das alles ohne Geld. Die Konkurrenz lacht, die seltsamen Nachbarn wundern sich. Ihr Job. Mir war natürlich von vornherein klar, dass ich am besten geeignet bin für diesen Job. Dank meines erlesenen Filmgeschmacks. Doch die ersten Spieltage sind echt super hart. Denn das Spiel läuft in Echtzeit. Die Metapher, ein Hochhaus in Seitenansicht, in dem man sein alter Ego per Mausklick von Büro zu Büro jagt. Doch am Anfang ist das Geld knapp und die Zeit rast. Einfach losspielen endet schnell im Rauschmiss. Also her mit der Anleitung. Leider habe ich nur noch die Anleitung und nicht mehr die Packung. Aber schon ihr Anblick lässt mich in Nostalgie zerfließen. Erste wichtige Amtshandlung nach Spielstart, die Spielgeschwindigkeit runterregeln. Dann die erste Serie aus dem Archiv auf den ersten Sendeplatz legen. Dann die Nachrichten aus dem Ticker verteilen, denn je aktueller die Nachrichten, desto mehr Zuschauer für das nachfolgende Programm. Und die Nachrichten laufen fix, stündlich. Danach zum Filmverleih. Hier kann man die Spielfilme fürs Abendprogramm kaufen. Doch gerade zu Anfang langt es noch nicht für die Blockbuster. Da muss man mit kleinen Filmen wie zum Beispiel La Strada und Phase 4 vorlieb nehmen. Später kann man dann auch Hits wie Ferris macht blau ins Programm nehmen oder die Serie Ein Colt für alle Fälle. Auch schön sind immer die kurzen Filmbeschreibungen. Zum Beispiel Ferris macht blau. Ferris ist ein ebenso findiger wie fauler Oberschüler, der Tom Sawyer das Wasser reichen kann. Oder der einzige Zeuge. Großstadtpolizist verliebt sich in Amish-Frau. Oder das Fenster zum Hof. James Stewart in seiner Paraderolle als neugieriger Fotograf. Ein echter Hitchcock. So, jetzt aber noch schnell zur Werbeagentur. Dort kann man die Werbeverträge mitnehmen. Man muss sich natürlich ein Gefühl dafür antrainieren, welche Quoten man zu Beginn erreichen kann. La Baguette ist immer toll. Dann muss man nur einen Spot versenden und schon gibt's Geld aufs Konto. Man kann auch eigene Shows und Serien im Studio produzieren. Dafür holt man sich eine Einkaufsliste und kann dann Showmaster, Schauspieler, Kulissen und so weiter in unterschiedlichen Qualitätsstufen kaufen, die am Ende die Qualität der Show oder Serie ausmachen. Das tägliche Programm zu Spielbeginn mit Inhalten und Werbung zu füllen, ist zum Spielstart echt anspruchsvoll. Aber spätestens, wenn man seinen ersten Satelliten gekauft hat, kippt die Spielbalance und man kann sich alle Hits und die dicken Werbeverträge leisten. Doch bis dahin muss man sich ganz schön abhetzen, damit die Nachrichten aktuell sind und man die passende Werbung zur Einschaltquote auswählt. Und nicht vergessen, die schöne Betty ganz oben im Hochhaus will auch bezirzt werden. Sie spielt immer die Unnahbare, aber wenn man ihr Kulturprogramm sendet und sie mit Geschenken überhäuft, dann steigen wir auch in ihrer Gunst. Mad TV ist einfach eine fantastisch motivierende, grafisch ansprechende und humorige Wirtschaftssimulation, die absolut ein Kind ihrer Zeit ist. Allein, weil alle im Spiel vorkommenden Namen Originaltitel sind, was so heute gar nicht mehr möglich wäre. Mad TV gehört klar zu meinen allerliebsten Spielerfahrungen aller Zeiten. Und ich spiele es auch heute immer wieder gern. Denn wer wäre besser geeignet, um Mad TV ganz nach vorne zu bringen? So, das waren sie nun. 24 DOS-Klassiker aus meiner Kindheit. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo, einen Daumen nach oben oder einen Kommentar da. Was waren eure liebsten Spiele aus dieser Ära? Bleibt mir gewogen, wir hören uns im nächsten Rückblick.